Azkaban. Ich glaube, da werden wir nicht mehr zurückkehren. Ein eindrucksvoller Besuch. Wie groß dieser Ort wohl sein mag. War gleich die richtige Reihenfolge oder was? Jemand wollte hier unten keinen Zufallsbesuch haben. Dafür kommen wir aber auch schon nicht leicht voran. Ob einer meiner Zaubersprüche mir hierbei helfen wird? Ja. Das gehen wir doch schon. Nicht schon wieder. Schon wieder spinnen. Erste Spinnen. Ja, mehr Spinnen. Die fasse ich nicht an. Auf einmal kann ich nichts machen. Auf allen Seiten. Hier bin ich überfordert. Von unten. Erst. Oh Mann. Nein. Diesmal nicht. Wie kann man den Heiltrank reinsetzen? Heilt er mich von selbst gerade? Das war heftig. Du Ehrenschuh. Das war nicht das, was ich gesucht habe. Aber sieht auch gut aus. Nehme ich. Zähne. Okay, wir sind sogar falsch abgebogen. Wir hätten das gar nicht machen sollen. Lauf mal nicht zurück.
glaube, da habe ich mich ein bisschen verlaufen. Hier runter muss ich, glaube ich. Ja. Och, nö. Nicht schon wieder. Du bist widerlich. Ja, ich hasse Spinnen. Okay, das scheint geklappt zu haben. Seiten auf der Stiche. Och nö. Stirb schon. Miese Spinnen. Mondstein. Gut, dass Jack da nicht drunter ist. Hier. Oh, Kacke. So, wir gehen von unten auf. Viele Zutaten für den Trank. Lass mich raten, wir hätten hier gar nicht hingemusst. Das ist wieder nur... Seltsam. Ich hätte gedacht, dass Jack da an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Na, du hast die richtige Richtung. Kratz. Der hat dir das Ding spinnen. Verstehe. Hier müssen wir hoch.
von dort aus. Was Spezielleres hier, dass es gelohnt hätte? Revelio. Natürlich nicht. Harsch zum fliegenden Untersetzer. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas übrig gelassen hat. Aber wo kann er sein? Na, das passt mal. In einer anderen Farbe, dann wäre es nochmal. Wäre es nochmal besser. Nehme ich. Ja, obwohl. Dann nehme ich fast das schon lieber. Sieht aber alles komisch aus. Zaubertränke, die wir niemals benutzen. Aha. Wo müssen wir jetzt weiter? In diese Richtung. Da gehen wir dann zurück. Hier waren wir, glaube ich, schon. Was haben wir gewonnen, wenn wir da dann runterspringen? Oh je. Ich würde es ja verkaufen, aber
Eine Schere, Schuluniform. Hat was. Behalte ich erstmal. Ich habe keinen Plan, wie wir hier weiterkommen. Vielleicht hier durch. Art von der Hülle haben wir hier nicht. Und wäre auch zu viel verlangt. Ich verstehe das Ganze gerade nicht. Da geht's nicht weiter. Ist sie. Die Brücke. Sie ist fast fertig. Noch mehr Spinnen? Die kennen wir tatsächlich am besten haben. Tego! Diese Spinnen gehen mir auf den Keks. Meine Fresse. Ach, ich hasse Spinnen sind einfach so sehr. Zu viel. Oh nein. Nein. Das sind auch noch die kleinen hier. Ich will das nicht von vorne anfangen müssen. Nein! Wo ist der letzte Checkpoint? Oh Mann. Da ist sie. Die Diese Brücke. Verschissenen Spinnen. Sie ist fast fertig. Noch mehr Spinnen? Wie können welche Sektor mitgekartet haben? Ortego. Nö. Jetzt schon. Wenn die unter mir spawnen, ist das immer scheiße.
Ich weiß nicht, wie man die Tränke nutzen kann. Nein, nicht durch so eine kleine. Das kann doch nicht. Im Ernst. Nein, die ist so kurz vorm Ende. Es geht, Monster. Ich kann nur erahnen, wie sehr sich diese Spinnen vermehrt haben, seit Jackdaw hier war. Zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber ich kann mich einfach bedienen. Ich muss mich nach dem Symbol umsehen. Okay, ist eine Zeituhr. Zeituhr, genau. Höchste Zeit. Ich muss näher an Jackdaws Überreste herankommen. Und an die Seiten. Was sind das? Wieder Wächter, oder? Sieh mal an, Richard Jackdaw. Danke, dass du all die Jahre diese Seiten gehütet hast. Hier ist sie. Die Karte deines Verderbens, Jackdaw. Ach nö, als ob Inventar ist voll oder was? Seiten haben wir jetzt, oder wie? Ist hinter diesem Raum noch etwas? Ach, nö. Ja, da müsstest du noch ausweichen, ja. Jetzt kommen die Großen. Und was machen wir mit denen? Scheiße.
Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Den haben wir gleich. Jo, 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 weg hier. Ich bin fast tot. Nein, 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 nein. Wo ist denn der andere von dir? Hat die anderen schon besiegt oder was? Ich will es doch stark hoffen. Bin mich fast tot. Jo, ausweichen. Uff. Big Uff. Das ist unheimlich. Was geht da vor? Das habe ich schon mal gesehen. Bei Green Guts und in der verbotenen Abteilung. Ich. Oh nein, der Raum wird langsam geflutet. Ja, geradeaus. Wie werde ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das? Ich kann nur hoffen, dass diese Magie mich schützt, bis ich hier herausgefunden habe. Das ist eine gute Frage. Fehlgemälde. Kann das sein? Den kennen wir doch. Hörst du weg? Sie sind es. Hat endlich jemand unsere Kartenkammer entdeckt? Ich kenne Sie aus dem Denkarium. Sie sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offen gesagt überrascht, eine so junge Person vor mir stehen zu sehen. Ich bin genauso alt wie Sie und Isidore Morgannock, als Sie in Hogwarts anfingen. Gut aufgepasst. Und ich nehme an, dass Sie unsere Fähigkeit teilen? Dass ich Spuren alter Magie sehen kann? Ja, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art. Wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Diese sollten Sie nutzen. Werde ich, Professor. Danke. Dann haben wir viel zu bereden. Doch zuerst, eine Karte aus einem bestimmten Buch führte Sie her. Legen Sie es auf das Podest. Ich habe das Buch nicht bei mir, Sir. Das ist ungünstig. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn Sie das Buch dabei haben. Ach Gott. Müssen wir den ganzen Weg nochmal machen, oder was? Ich bin etwas verwirrt, Sir. Warum heißt dieser Raum Kartenkammer? Ich versichere Ihnen, dass sich Ihre Frage klärt, sobald das Buch auf dem Podest liegt. Die Statuen und Schnitzereien in dem Haus an den Klippen, die sind von Ihnen. Sind Sie ein Seher? Fürwahr. Wussten Sie, dass ich hier sein würde? Mehr kann ich im Moment nicht sagen, außer, dass mich Ihre Anwesenheit hier nicht völlig überrascht. Na gut. Ich werde das Buch sofort holen. Gut, wir sprechen uns wieder, wenn das Buch an seinem Platz ist. Na, großartig.
Deine Verbindung zur alten Magie hat Talente plus 1 freigeschaltet. Du erhältst jedes Mal einen Talentpunkt, wenn du deinen Zaubergrad erhöhst. Du hast neue Talentpunkte, die du im Talentmenü im Handbuch ausgeben kannst. Aha, ich habe den Skilltree freigeschaltet. In der Aurorenschule. Zaubersprüche, dunkle Künste, Haupttalente, Schleichen, Raum der Wünsche. Incendio, Beherrschung. Aha, hier können wir Zaubersprüche freischalten. Entwaffnungsfluch. Schockfluch. Blutfluch. Ah, hier schalten wir Avada Kedavra frei. Und die Stufe 22. Rest und Momentum. Haupttalente. Ja gut, dann... Talent erwerben, in Wappensfluch, den haben wir ja. Aha, die Pendel müssen nur wirken können. Schleichen. Menschlicher Demigeist. Okay, ich würde hier aufleveln, dass ich da mal weiterkomme. Für den Moment würde ich sagen, das hier. Aha. Die Stufe 5, okay. Flipendo muss ich werken. Das muss ich jetzt noch lernen, oder? Also zum Protego. Flings, Zauberwissen. Flipendo lernen wir noch in der Schule wahrscheinlich. Dann mache ich noch hier das. Und level das noch. Okay, dunkle Künste und Zaubersprüche. Schleichen ist glaube ich auch noch nicht verkehrt. Großartig. Verlassen die Gartenkammer. Haben wir es doch so viel Mühe gegeben, um herzukommen. Jetzt gehen wir wieder weg. Großartig.